Leer. Ja, ansonsten war's das hier. Hier kann ich momentan... War das der vielleicht? Nee, der war's auch nicht. Beute durchsuchen. Lack für den. Wer braucht denn einen Mal? Ah, diese Pfeile sieht nützlich aus. Jetzt habe ich schon wieder eine Pfeile. Okay. Eine transparente. Da haben wir in unsere Pfeile? Keine Ahnung, wie. Stift? Nee. Nein, nein. Okay. Fenster ansehen. Schade. Der Blick geht raus auf die Bohrinsel. Ich hätte gerne mehr vom Wasser gesehen. Ich bin echt unsicher, was wir machen sollen hier. Kann ich eventuell... Das werde ich Ihnen garantiert nicht aufwärmen. Da fliegt mir doch die ganze Mikrowelle um die Ohren. Die Mikrowelle ist dir um die Ohren geflogen. Die sendet nicht mehr. Nein, das... Nein, das... Okay, also die Mikrowelle ist kaputt. Wir können immer noch nichts machen hier. Ich komme nicht ran. Okay. Probiere noch einmal am Fax was zu reißen, glaube aber nicht, dass die Pfeile mir da weiterhilft. Ja, genauso habe ich auch gerade überlegt. Komme ich mit der Pfeile eventuell hier rein? Bestimmt nicht. Aber wie gesagt, ich probiere alles aus. Ja, genau so, mein Lieber, genau so. Pfeile, Antenne. Also alles, was ich gerade mache, ist meiner Meinung nach total sinnlos, aber ich mach's. Das bringt nichts. Ja, ich weiß. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Leute, ich kann ja Zeitung. Hallo? Delvin? Bitte an meinem hoffentlich ist. Moment. Scheint alles in Ordnung zu sein. Oggi hat die Antenne an den Helikopter montiert. Danke, Oggi. Habe ich gern gemacht. Okay, Pfeile. Ach nee. Pfeile an das da? Funktioniert auch nicht. Auf keinen Fall. Was soll ich denn jetzt mit der Dreckspfeile machen? Also ernsthaft jetzt mal, es regt mich aber langsam auf. Wieso kommt man denn hier so schlecht weiter? Besser nicht. Bringt mich ja gerade auch nicht. Was ist das denn? Nanu. Nanu. Wo kommt das denn her? Ist mir gerade sowas aufgefallen. Hallöchen, hallöchen. Hey! Immer das Gleiche. So tollpatschig kann ich doch gar nicht sein. Doch, doch, aber das macht er nicht. Jetzt kommen wir nämlich ganz easy daran. So, es hat nämlich auch dieses Geländer im Sinn. So. Jetzt aber. Igitt. Das ist ein benutztes Taschentuch. Kellerman und Partner. Anwälte. Sie sollten sich doch ausruhen und nicht fröhlich die Fassade hoch und runter klettern. Ein für alle Mal. Mir geht es gut. Pff, was für ein Sturkopf. Was?
Ich sagte, machen Sie doch, was Sie wollen. Gucken Sie sich die Bohrinsel an, klettern Sie über Rohre, springen Sie aus Fenstern. Aber kommen Sie nachher nicht angerannt, wenn es Ihnen wieder schlecht geht. Garantiert nicht. Dann haben wir das ja geklärt. Taschentuch. Igitt. Ein benutztes Taschentuch aus Stoff. Hoffentlich brauche ich es nicht und kann es bald wieder wegwerfen. Nein, nein. Nee. Alles klar. Vielleicht müssen wir das dem Sven geben später. Ich brauche mir kein... Bisher konnte ich mir alles... Ich könnte einen anderen, aber welchen? Warte. Na, hallo? Hoffentlich brauche ich... Achso. Ach, nee. So, jetzt habe ich ein Taschentuch. Was bringt mir ein Taschentuch? Jetzt mal ernsthaft. Ah, der Herr ist endlich weg. Hoffentlich ist der Weg dorthin ausgeschildert. Na, endlich. Maschinenraum. Ja, wunderschön. Ja, genau dadurch. Tada! Oh mein Gott, was ist denn das? Abspielgerät. Wer sitzt hier? Der Schweißer. Da kommt diese seltsame Musik heraus. Hat man so etwas im 20. Jahrhundert gehört? Falsch. Diese Musik ist zeitlos. Hey, anlassen. Ich kann ohne Musik nicht arbeiten. Aber du arbeitest doch gar nicht. Ich könnte aber jeden Moment beginnen. Oh mein Gott. Er scheint auf etwas zu warten. Ich rede mal an, mal schauen. Die Präsentation findet im Wohnbereich statt. Was? Die Präsentation. Sie gehören doch zu diesem Investorentrupp, oder? Nein. Die Präsentation ist auch schon lange vorbei. Ja? Aber wie die Zeit verfliegt. Ein komischer Typ. Was machst du da? Arbeiten. Und was? Ich bin Schweißer. Ich schweiße. Ich sehe dich gar nicht schweißen. Okay, gut. Momentan mache ich gar nichts. Aber das heißt nicht, dass ich faul bin. Im Gegenteil, ich bin ein sehr lustvoller Mensch. Für mich ist Lust die fruchtbare Erde, auf der jede gute Arbeit gedeihen muss. Leider habe ich gerade noch keine Lust. Was? Also hast du keine Erde oder wie? Sag mal, warst du vorhin in der Nähe vom Heliport? Ja, verdammt. Was ist? Ich hatte für einen kurzen Moment Lust zu arbeiten, aber du hast alles wieder kaputt gemacht. Beunruhigt dich meine Frage? Nein, kein bisschen. Ich war heute den ganzen Tag hier. Der Vorarbeiter kann das bestätigen. Er hat mich hier schließlich eingeteilt. Okay. Warum hast du keine Lust zu arbeiten? Es hat viel mit Atmosphäre zu tun, mit produktivem Arbeitsklima. Wenn ich etwas erschaffen will, dann muss ich von einem inneren Drang erfüllt sein. Ich muss Energie im Raum spüren, die Lust am Machen. Und die spürst du jetzt nicht? Nein, gerade spüre ich etwas ganz anderes. Ich spüre Melancholie, verregnete Straßen, gebrochene Herzen im Neonlicht. Oh je, das klingt ja gar nicht gut. Aber so ist nun mal das Leben. Und wann hast du wieder Lust zu arbeiten? Was heißt hier wann? Das kann man doch nicht einfach so planen oder zwingen. Man muss warten, bis das Umfeld stimmt, das Klima, der kreative Geist im Raum. Und woher soll der kommen? Wenn ich das wüsste, würde ich dann hier noch stehen. Also wenn ich so mit der Einstellung arbeiten würde, ich dürfte gleich wieder umdrehen, nach Hause gehen. Okay. Frohes Schaffen noch. Ja, ja, alles zu seiner Zeit. Oh mein Gott, ey. Was für ein Typ. In der Kammer schwimmt etwas. Ich kann aber nicht genau erkennen, was. Dann werfen wir eine Pfeile rein und finden es heraus. Ach nee. Hey. Der Zugang ist wohl verboten. Solange er mich beobachtet, komme ich da nie rein. Kann ich ihm vielleicht eine Pfeile in den Kopf stecken? Oder einen Stift in die Hand schieben? Schau mal hier. Ich glaube, noch desinteressierter kann man gar nicht gucken. Oder, warte mal. Schau mal hier. Wie kann man das nicht cool finden? Schau mal hier. Hallo? Er hört mich nicht. Verstehe ich nicht. Das Zeitpunktgerät, was weiß ich. Wir gehen einfach nach oben. Werkzeugkoffer. Nein, nicht noch mehr Werkzeug. Ich habe die Nase voll von Reparaturen. Ein Werkzeug kann man aber auch kaputt machen.
durchsuchen. Ja, er ist leer. Dann müssen die Maschinen heute wohl ohne mich auskommen. Okay. Hier haben wir nichts. Hier haben wir einen Star. Und mit Spind 1 ansehen. Wie unsere Kleiderschränke daheim. Öffnen. Verschlossen. Spind 2, öffnen. Verschlossen. Spind 3, öffnen. Verschlossen. Spind 4. Verschlossen. Jetzt reicht's aber langsam. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Das war's, oder wie? Ja, anscheinend schon. Dann machen wir die Tür auf. Wer sitzt denn da? Er sieht zufrieden aus. So viele Leute arbeiten hier, wusste ich gar nicht. Guten Tag. Hallo. Ich habe eine dringende Frage zu einem der Arbeiter. Fragen Sie. Warum arbeitet der Mann im Maschinenraum nicht? Lassen Sie sich nicht täuschen. Magnus ist einer meiner besten Schweißer. Er ist nur manchmal etwas schwierig, wenn er alleine arbeitet. Leider hatte sein Kollege heute Nachtschicht und macht gerade Feierabend in der Kantine. Okay. Der Schweißer arbeitet also ungern alleine? Mir ist das manchmal auch ein Rätsel. Warum fragen Sie nicht seinen Kollegen in der Kantine? Vielleicht kennt er das Geheimnis. Okay. Es ist ein Anschlag auf die Bohrinsel geplant und einer der Arbeiter soll ihn ausführen. Wo haben Sie das denn her? Ich war gerade am Heliport, als ich zufällig ein Gespräch mitbekommen habe. Ein kleiner Kerl mit Glatze gab einem Arbeiter die Anweisung. Einen Moment. Ich denke gerade nach. Trug dieser Arbeiter eine Augenklappe? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aha. Sie haben sich die Geschichte bloß ausgedacht. Sie wollen, dass ich die Bohrinsel evakuieren lasse und Sie dann den Laden übernehmen? Nein, das stimmt doch gar nicht. Ich mach doch nur Spaß. Sie müssen mir schon Beweise bringen, bevor ich Ihre Geschichte glaube. Okay. Bitte, ich muss wissen, wo der Verdächtige gerade arbeitet. Sie wissen doch noch nicht einmal, um wen es sich handelt. Bringen Sie mir erst Beweise, dann helfe ich Ihnen. Okay. Okay, gut. Ich komme später. Tun sich keinen Zwang an. Ich werde hier sein. Wir brauchen also den Schweißer, der jetzt momentan in der Kantine steckt. Ist also kein Problem. Wir gehen in die Kantine, holen den Typen. Ein ewiges Hin und Her hier. Go, go, go. Go, go, go. Ja, das sieht doch schon eher nach dem Typen, der was der unzufrieden ist. Er sieht müde aus. Hallo. Hi. Ich suche einen kleinen Mann mit Glatze. Kennst du ihn vielleicht? Gehört er zu den Anzugträgern? Ich glaube schon. Dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Okay. Du hast mit den Investoren also nichts zu tun gehabt? Auch nicht mit ihnen geredet oder so? Über was denn? Über das Wetter? Schlimm genug, dass diese Bonzen über unsere Arbeitsplätze entscheiden. Da mache ich doch nicht auf Happy People und schmeiß mich denen an den Hals. Die sollen uns das Geld geben und abhauen. Okay, mehr wollte ich auch nicht wissen. Kennst du den Schweißer im Maschinenraum? Magnus? Klar, er ist zwar ein Weicher, er kann aber arbeiten wie eine Maschine. Wirklich? Ich weiß, die anderen beschweren sich auch immer. Mit Magnus kannst du nicht arbeiten, der ist ein verdammter Freak. Ich kann nur sagen, wenn ich mit ihm Schicht mache, dann läuft der Karren. Da kannst du ihm Dynamit in die Ohren stecken, er würde sich nicht ablenken lassen. Und woran liegt das? Ich weiß halt, wie man Stimmung macht. Okay. Musst du heute nicht arbeiten? Ich habe schon die ganze Nacht geschuftet. Genug ist genug. Bleib nur zu hoffen, dass nicht irgend so ein Einstein auf die Idee kommt, mir seine Schicht aufzudrücken. Der würde heute den Morgen nicht mehr erleben. Ich sag ihm, wenn ich wütend werde, dann vergesse ich alles. Ist das eine Drohung? Nein, ein physikalisches Gesetz. Wie bringst du den Schweißer zum Arbeiten? Ich lasse ihn nicht grübeln, sondern sorge für Stimmung. Machst du blöde Männerwitze? Das auch. Außerdem habe ich einen ganzen Spind voll mit Stimmungsmachern. Da ist sogar für Magnus was dabei. Lässt du mich an deinen Spind? Lady, was ich in meinem Spind habe, geht niemandem was an. Da können sie betteln, so viel sie wollen. Lässt du mich an deinen Spind? Lady, was... Lässt du mich an deinen Spind? Lady, da können okay, sie... Aber ich sage so viel bitte, wie ich will. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
Gut, der Magnus, der ist Koch, kann ich hier nicht ansprechen? Unsere Köche tragen Handschuhe und Mundschutz, damit bei der Produktion keine Bakterien in die Nährstoffpakete geraten. Was gibt's? Bis dann. Ja. Ciao. Hust. Ich war rassistisch, dass sie gerade so einen russischen Koch, also zumindest klingt er ziemlich russisch, so dargestellt haben. Wir müssen also den Spind. Die Mucke ist grauenvoll. Spind 2. Verschlossen. So, sprechen wir mal einen Vorarbeiter an. Vielleicht ich bin's wieder. Ich sehe es. Bitte. Ich muss wissen, wo der Verdächtige gerade arbeitet. Sie bringen... Alles klar. Ich komme später. Kann man die irgendwie unterscheiden? Hadis Spind war immer leer. Er bevorzugte Stühle und den Fußboden. Dina sammelte seltene Steine und buntes Glas. Ihr Spind war der farbenfroheste von allen. Der Spind von Joseph war immer voll mit alten Schulbüchern. Aber welcher... Hä? Was ist jetzt los? Okay. Jetzt habe ich wieder. Keine Ahnung, ging gerade nicht an. Ach nee. Schauen wir mal, vielleicht weiß der hier unten ja, was der Spind ist. Vielleicht erzählt er uns das ja. Alter, ist echt ziemlich geknickt irgendwie. Muss schon sagen, mit lustigen Kollegen geht es halt einfach besser zu arbeiten. Darf ich noch was fragen? Was denn? Und? Was heißt hier warten? Das kann man, man muss warten. Und woher soll der... Wenn ich das wüsste, würde ich dann hier noch... Frohes Schaffen. Ja, alles zusammen. Okay. Ich erfahre hier also nicht über das... Über das Abspiel... Ach Gott, ich erfahre hier also nichts darüber, welches Spind ihm ist. Auch mit nochmal Fragen wird sich da wahrscheinlich nichts ändern. Geht. Hoffentlich braucht. Okay, Moment. Nein. Nee. Kann ich irgendwas? Keine Ahnung wie. Aber blöde Männerwitze gibt es in der Zukunft auch noch. Also, liebe Männer, keine Bange, das wird noch. Ich könnte einen anderen Namen draufschreiben, aber welchen? Ich kenne hier doch niemanden. Eirik Harkonnen in die Lagerhalle, sofort! Nanu, war das zufällig gerade der in der Cafeteria? Auf jeden Fall ist jetzt jemand in der Lagerhalle und wir... Nanu? Er sieht zufrieden aus. Hier wurde doch gerade durchgegeben, dass der Eirik Harkonnen... Ich bin's wieder. Ich sehe es. Ich komme später. Das hier ist doch die Lagerhalle, oder? Bin ich da falsch? Ich finde das gerade irgendwie doof. Eirik Harkonnen in die... Warte mal. Wo sollte ich denn das hinschicken wollen?
Keine Ahnung. Ich brauche mir keine Notiz. Bisher konnte ich... Geht das auch nicht? Oh, kann nicht sein. Irgend so ein komischer Eirik. Aber wer ist denn Eirik? Bist du Eirik? Hallo. Hi. Lässt du mich an... Lady, da können Sie... Lässt du mich... Lässt du... Lässt du mich... Ja. Bis okay. Dann. Ciao. Tja, ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute. Ihr seht, ich komme gerade nicht mehr viel weiter. Es ist auch schon ziemlich spät. Vielleicht finden wir beim nächsten Mal raus, wie es weitergeht, weil ich meine, jemand will die Bohrinseluft sprengen. Wir hören nichts mehr von Diva, irgendwie so hieß die. Wir hören nichts mehr von Delvin. Wir wissen gerade nicht, was mit Salvador ist. Die Alge ist verschwunden. Wir müssen die Alge wieder aufbauen. Irgendwas stimmt hier nicht. Müssen wir alles rausfinden. Wird auf jeden Fall in den nächsten Folgen bestimmt ziemlich hart werden. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Bis dahin, adios und bis zum nächsten Mal. Tschüss.